freue mich, heute bei Tier- und Pfandresearch TV Florian Viros begrüßen zu dürfen. Herr Viros ist Fondsmanager im Fixed Income Team bei Carmignac. Willkommen, Herr Viros. Vielen Dank für die Einladung. Meine erste Frage: Welche Opportunitäten bietet der Kreditmarkt zurzeit? Also, wenn wir jetzt auf die Kreditmärkte zurückblicken, vor 2022 waren die Renditen in den Kreditmärkten extrem niedrig. Das war die Konsequenz der Zentralbanken, die sehr viele Liquiditäten in den globalen Finanzsystem eingepumpt haben und die Renditen auf einem extrem niedrigen Niveau gehalten haben. Wenn wir jetzt die Periode nach 2022 uns anschauen, die Inflation ist zurückgekommen, die Inflationsängste sind auch zurückgekommen und von daher sind die Renditen Staatsanleihen und die Kreditmargen von Kreditinstrumenten sind auch stark angestiegen. Das heißt, die Renditen in den Investment-Grade-Kreditmärkten sind heutzutage auf einem deutlich höheren Niveau. Die liegen heutzutage ca. bei 3,8% im Durchschnitt. Wenn man das mit den 10-Jahres-Vergleich vergleicht, lagen diese Rendite bei 1,4%. Das heißt, deutlich höhere Rendite für Anleger. Das ist nur ein Teil der Story. Wir haben noch vielfältige Anlagechancen in den Kreditmärkten heutzutage, verglichen zu den vergangenen Jahren. Das heißt, mehr idiosynkratische Opportunitäten für uns als Kreditanleger, mehr Möglichkeiten, Emittenten auszuwählen, bestimmte Sektoren oder gar Kreditsegmente auszuwählen, um die Risikoertragsprofile der Fonds zu optimieren. Und welchen Kreditansatz verfolgt der Carmignac? Also wir haben einen sehr flexiblen Ansatz und wir führen ein aktives Management durch. Und unser hohes Level an Flexibilität dient dazu, erstens die Risiken zu mindern, Portfolio zu mindern, Risiko kontrollieren und zweitens die Erträge zu optimieren. Das heißt, wir suchen die Segmente, die wir am interessantesten finden in den Kreditmärkten und wir können auch in bestimmte Segmente in den Kreditmärkten investieren, die anderen Vermögensverwalter nur schwer zugänglich sind. Das heißt, wir können, und bei uns steht Alpha-Generierung ganz groß, wir sind also im Herzen sind wir Bondpicker, wir sind fundamental Analysten, führen sorgfältig Bonitätsprüfungen durch. Und wir sind jetzt wieder in einem Umfeld, wo Bondpicking ganz groß geschrieben wird. Und von daher haben wir also den richtigen Ansatz, finden wir, um in den Kreditmärkten weiterhin erfolgreich investieren zu können. Nun hat Carmignac seit 2020 3 Kreditlaufzeitfonds auf den Markt gebracht. Was macht denn Laufzeitfonds im aktuellen Marktumfeld so interessant und attraktiv? Ja, in der Tat, wir haben 3 Laufzeitfonds. Den letzten haben wir im Oktober 2023 aufgelegt. Den ersten hatten wir 2020 aufgelegt. Für uns sind Laufzeitfonds eine gut geeignete Lösung, um die aktuellen Renditen in den Kreditmärkten über einen vorbestimmten Zeithorizont zu sichern. Also wir haben attraktive Kreditmärkte und wir haben auch ein passendes Produkt, um den Wert in den Kreditmärkten zu sichern. Wir haben auch einen flexiblen Ansatz in unseren Kreditfonds und das ist vielleicht eine Besonderheit bei Carmignac. Wir führen auch aktives Management durch und wir investieren auch in Segmenten, wie gesagt, die anderen also nicht so leicht zugänglich sind. Das heißt, wir können durch unsere Laufzeitfonds attraktive Performance erzielen, aber auf einer risikokontrollierten Basis und wir können unseren Anlegern planbare Rendite anbieten. Das ist ganz wichtig bei Laufzeitfonds, dass man unseren Kunden ein Produkt anbietet, das in ihrer Finanzplanung helfen kann. Indem dass man über einen bestimmten vorbestellten Zeithorizont investieren. Das heißt, Laufzeitfonds haben die charakteristischen Merkmale einer einzelnen Anleihe, einer ganz normalen Anleihe, aber mit dem sehr, sehr wichtigen Vorteil der Portfolio-Diversifikation. Das heißt, die Diversifikation, die man typischerweise in einem traditionellen offenen Fonds finden kann, zum Beispiel im Carmignac Credit
2027 haben wir über 250 verschiedene Positionen im Portfolio. Und eine letzte Frage noch, wenn Sie jetzt drei Laufzeitfonds schon aufgelegt haben, nehme ich an, dass die auch gut bei den Anlegern ankommen. Ja, also wir haben durch unseren flexiblen Ansatz, wir haben auch in den Marktlaufzeitfonds gesehen mit einem passiven Ansatz und wir können wirklich die Differenz sehen zwischen aktiv und passiv und können wirklich also dem Kunden Mehrwert bringen, das heißt attraktive Performance auf einer risikokontrollierten Basis und von daher können wir wirklich unser Ansatz, den wir in den anderen Kreditfonds, die wir haben, umsetzen, die können wir auch in den Laufzeitfonds umsetzen und diese Expertise, die wir bei Kamiak haben, auch an unseren Laufzeitkunden anbieten. Herr Virus, vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind, um die Fragen zu beantworten. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank. Danke.